Willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ja, wir sind in Hollow Bastion in einem Geheimraum von Ansem. Und mit dem Computer kommen wir in die Welt von Tron, da waren wir jetzt auch schon. Und Mickey wartet auch draußen auf uns und will uns was Wichtiges erzählen. Doch, wir haben hinter einem Plakat, einem Porträt von Ansem, das mögliche Passwort gefunden, das wir brauchen, um Tron zu helfen. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal schnell wieder zurück in Trons Welt und helfen ihm gegen den MCP, das Master Control Programm. Donnerwetter, wo kann Tron nur sein? Nicht anfassen, Goofy. Goofy? Oh, das war ich nicht. Cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war bei Kingdom Hearts 2 damals. Bestimmt muss ich nur kämpfen. Welcome to the Game Grid. Game Grid? That's right. You've been chosen to play a few games. Lose and you will be subject to immediate de-resolution. Win? Well, no one wins. We're not gonna play your games. You have no choice. Well then, get on with it. Hätten ihm vielleicht mal klären sollen, wie das Spiel geht. Nach links abbiegen mit L1 oder L2, rechts abbiegen mit R1, R2. Achso, man soll abbiegen, wenn es auf dem Bildschirm steht, okay. Attacke mit X, gegnerische Stöße parieren, achso. Stoß, damit kann man die Abwehr selbst durchbrechen und Block ist gegnerische Attacken blocken. Jetzt hätte ich beinahe nicht drauf geachtet. Abzubiegen, weil ich mich nur aufs Angreifen gerade konzentriert hatte. Was hat der denn da von der riesen Peniskanone? Alright! It looks like we can escape through there! Schöner Riss. Mit dem Motorrad, ja. War ja klar. Wozu ist ein... Wozu ist diese Blocktaste da, wenn man gar nicht... Wenn ich damit die Gegner trotzdem angreifen kann. Wo muss ich lang? Oh nein. Zack, gegen die Wand gefahren. Schon wieder. Da hinten war gerade der Riss. Knapp. Es sind aber auch ganz schön viele, die da ankommen. Ich sehe nichts und ich kann nicht abbiegen. Ach, da hinten ist was. Kanonen.
und tschüss. Deswegen meinte auch, es gewinnt keiner. Ich hätte jetzt hier ewig im Kreis fahren können, bis sie mich umgebracht hätten. Und dann komme ich hier raus? Lustig. Tron! Wir bleiben zwei. I don't understand. Why are you here? We came to give you the password. Why didn't you just transmit the data? Transmit? Hey, are you okay? I'll be all right. Once we access the DTD. So, Tron ist wieder dabei. So, speichern wir noch mal ganz kurz. So, der bringt mich jetzt, denke ich mal, nur raus. Ja, mehr kann ich nicht machen. Sorry, mal ganz kurz am Telefon. Gegner! Mit Items. Das Bugs sind. Wieder ein Item. Und noch ein Item, was ist denn hier los? Level up für Goofy mit Angriffskraft. So, da fehlt immer noch der Transporter. Ich kann da trotzdem mal hingehen, falls der rankommt, wenn ich da bin. Aber nein. Gucken wir uns mal an, was hier ist. Da sind sogar die ganz normalen Herzlosen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, eine stärkere digitale Form. Ach, einfach durchlaufen, okay. Ich dachte, das war jetzt wie die Gefängnistüren. Also, wie lautet das Kennwort? Belle, Schneewittchen, Dornröschen, Alice, Jasmin, Cinderella. Was für ein langes Passwort. Kairi. Kairi, alles klar. Echt, das war richtig? Wir sind drin. Schaltet den D-Bereich vom Ruhezustand in den Aktivmodus. Diesen Prozess nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Vergnügen Sie sich so lange mit einem Spiel, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Oh nein! Nicht schon wieder ein Spiel. Nein, das ist die letzte Sicherheitsroutine. Das ist kein Spiel. Volle Konzentration. Ein Gott mehr, dass es gut war, dass ich ihm das nicht einfach übertragen habe. Weil er hätte sich jetzt wohl kaum alleine zur Wehr setzen können. Führt die Leiste und schaltet die Monitore aus. Okay. Tue ich bestimmt mit Kills. Ach, und mit diesen Punkten einsammeln. Clustern. Brauch gar nicht mehr killen, ich wollte gerade sagen. Wobei ich jetzt schön hätte trainieren können. Ach, ich kann die Dingsform nicht nehmen. Ach, gucken wir uns mal die Meisterform an. Es kommen mehr, hat sich gelohnt.
Krasse Attacke. Ey, ganz übelst trainieren gerade. Nur blöd, dass ich gerade eine Zeit habe, die läuft. Aber es müsste ja nur noch der eine Monitor da hinten sein. Schade, die Drive-Leiste lädt sich zu langsam wieder auf. Wie viele krasse Teile hier rumliegen. So, jetzt bin ich nah genug dran und könnte jederzeit Y drücken. Aber ich kann auch noch kämpfen. So, Level Up für Sora und Limit Boost. Von Level Up mit Angriffskraft und Magiekraft hoch. So. In der letzten Sekunde, bam, und alle noch ein Level Up mit Maximum HP hoch bei fast allen und Blitzboost bei Donald. Das hat sich doch gelohnt gerade. Ich will nochmal. Ich hätte es verkacken sollen, dann hätte ich trotzdem das Level noch gehabt. Scheiße. I'm as good as new. All my functions have been restored. Oh boy. Finally, I have full access to the DTD. My takeover of the system is now complete. I might have anticipated such a simple password. Tch, so banal fand ich das gar nicht. What's this? An emergency destruct program for the town. Let's see how it performs. No! Program, you changed the password. There, that should buy us some time. Tron, tell us what's going on. The MCP's loading a hostile program into the I.O. tower. What do we do? We've got to protect the user town. Let's head to the tower. Tron hat eine neue Ability gelernt. So, und ich wollte mal kurz gucken. Ja, Abilities, Heldenform. Oder besser gesagt, Status. Level 3, noch 117. Ja, die hatte ich gerade leider nicht dabei. Waisenform, ah gut, damit hätte ich nicht viel gekillt. Die Limitform habe ich noch nicht probiert. Und die Meisterform hat scheinbar keine Erfahrung bekommen. Keine Ahnung warum. Nächstes Level bei 3. Die auf Verwendung von Limit-Technik. Wahrscheinlich kriegt die dann nur Erfahrung, wenn ich Limit-Attacken einsetze. Hm, schade eigentlich. Aber trotzdem hat es sich ja gelohnt. Ich habe die Erfahrung ja selber dann bekommen. Beziehungsweise meine Charaktere. So, jetzt ist hier ein Transporter da. Doch, wir sind bei 14 Minuten. Ich würde eigentlich gerne speichern. Naja, vielleicht kommt hier auf der anderen Seite was. Das letzte Mal war nämlich in der Abrufzelle. Hier muss doch sicherlich irgendwo noch wieder einer kommen. Gute Erfahrung bringen sie. Initialisieren, was war denn das gerade? Ein Ablitamin. Und ein Hartkristall. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Auf der anderen Seite aber auch noch ein Weg. Simulationshangar. Das ist bestimmt das Rennspiel. Ich hätte wahrscheinlich doch zurückgehen sollen.
Ja, das sieht so aus. Solarsäge kannst du nicht aufbrechen. Der Film war eigentlich ziemlich cool. Da gab es ja irgendwie in den 90ern den ursprünglichen Film, glaube ich. Und dann jetzt irgendwie nach 2000 irgendwas. Dann nochmal eine Neuverfilmung. Und die fand ich echt nicht schlecht. Ach, der lebt noch. Aua. Ach, das ist die Limitfähigkeit von Tron und ihm. Alter, die Combo geht ja richtig hoch bei der Attacke. Krass. Schade, dass keine Gegner da waren. Aber trotzdem, eine 137er Combo hatte ich bisher noch bei noch keinem und da waren gerade nur zwei Gegner da. Hat halt nur minimal Schaden gemacht, aber dafür ganz viel. Oh, ein neuer Terminal, das heißt, dass hier sicherlich auch wieder ein Speicherpunkt sein wird. Na, die Datenleitung sieht ein bisschen korrumpiert aus. Draußen muss totales Chaos herrschen. Ich glaube, hier drin wird es auch ungemütlich. So, ich schnapp mir erstmal die beiden Kisten. Ein Gaia-Gurt erhöht Abwehrkraft deutlich und erhöht Blitz- und Dunkelheit-Resistenzen. Und der IO-Tower, Input-Output-Tower. Kontrolle. So, was erzählt ihr denn so Schönes? Also beide sagen, glaube ich, dass ich eher hier bleiben soll, anstatt rauszugehen. Na gut, wir sind bei 17,5 Minuten. Ich speichere erstmal und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir hoffentlich Tron fertig machen. Also die Welt von Tron.